Die Wochenbreiter Kämpfer, die blaue Seite, 22 Jahre alt, 1,85 Meter, 88 Kilogramm. Hat heute seinen ersten Kampf. Der Kopf vom Team Fuchskampfwarthaus aus Ludwigshafen. Seine Freude heute Abend, der Nico, der Dennis und der Rainer. Dann hat er die blaue Seite, Lukas Grill. Die Nummer 20 Jahre alt, der 96 Jahre alt, 85 Jahre alt, 7 Kilogramm auf der Wahl. Heute seinen ersten Kampf, der kommt vom Team Senegals Kürzel, seine Brüder heute Abend der Drei, der Danny und der Arme, mein Name, der die rote Seite, Sanin Senegal! Wenn man die Brüder heute Abend der Drei, der Kampf der Drei, der nach drei Minuten ist der Zaha. So, Zafer Mosin, unser Referee hier in der Mitte zu sehen. Zuletzt stand er selbst gegen Max Koga im Cage. Lukas Krebs gegen Sini Sangone. Auf geht's! Direkt Druck von Krebs, der sucht hier. Nicht nur den Clinch, sondern auch den Takedown. Muss hier aufpassen, dass Sangone ihn nicht mit einem Hüftwurf überwirft, kurzweilig. Ja, schön gedreht. Die Position erstmal wieder auf Distanz gegangen. Ja, da ist der Mundschutz kurzweilig rausgefallen. War nicht der Mundschutz, sondern offenbar nur ein Tape. Umso besser für beide Athleten. Es kann direkt weitergehen und Sangone etwas überhastet, versucht sie jetzt hoch zu hieven, gelingt ihm auch. Schöner Slam, Krebs jetzt erstmal auf dem Rücken. Side Control mit etwas Druck auf der linken Seite, da kommt das Knie hochgeschossen. Drückt hier die Abwehr von Krebs runter, ihr könnt es in der Einstellung wunderbar sehen. Macht sich hier auch schwer, muss aber gleichzeitig aufpassen, dass Krebs nicht vielleicht versucht, ihn selbst zu sweepen, wenn er genug Power mitnimmt und genug Technik. Bislang isoliert Sangone kurzweilig den linken Arm von Krebs, der versucht, ihn wieder hineinzubekommen. Oh, Full Mount Position, schön abgelenkt, oben herum sozusagen. Krebs hat versucht, sich hoch zu pushen. Nochmal Sangone wegzudrücken. Jetzt hält er ihn erstmal an sich herangedrückt. Wohl wissend, dass, wenn Sangone hier ordentlich Abstand hat, er Platz hat, um richtig auszuholen, so wie jetzt der Versuch. Da gibt es schon den ersten Treffer. Ja, Ground and Pound Position, wunderbar gemacht von Sangone bislang. Ist natürlich jetzt schwer für Krebs von unten. Müsste versuchen, an der Hüfte eher zu drücken, seinen Gegner wegzuschieben und sein Bein dazwischen zu bekommen. Sieht nicht danach aus und da hat Sangone erstmal leichtes Spiel, lässt sich hier nach vorne sliden fast schon und harte Fäuste, die Krebs hier erstmal über sich ergehen lassen muss. Sangone macht weiter. Weitere Schläge, Fäuste regnen herab, feuern hier weiter durch. Zafer Mosin schaut sich das näher an, hat da jetzt aber offenbar genug gesehen und bricht das Duell an dieser Stelle ab. Da gibt es nochmal ein Shake-Hands der beiden. Also einseitige Partie am Ende, besonders für Sene Sangone. Der zufrieden hier reinschaut. Und auf der anderen Seite Lukas Krebs. Wird wahrscheinlich so einiges aus diesem Duell gelernt haben für die nächste Begegnung. Und wir geben gleich ab an unseren Ringsprecher. Winning in the first round after 2 minutes, 32 seconds by Ground and Pound.